play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliffy. Oh no, Gilliffy, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und recht herzlich willkommen zu einem weiteren eSports Report, zu einem etwas verspäteten eSports Report. Sorry dafür, ich hatte am Sonntag paar technische Probleme. Zudem liefen ja die europäischen Regional Qualifiers noch, oder die Qualifiers für die Regional, so muss man sagen, sind immer ein bisschen kompliziert zum Aussprechen und zum Erklären. Aber dazu kommen wir dann später. Ich möchte euch jetzt erstmal ganz kurz erklären, wie sich die 32 Teams für LA überhaupt zusammensetzen, da das ganz viele einfach nicht wissen. Und ja, da fangen wir jetzt direkt mal an. Es konnten sich insgesamt 76 Teams online qualifizieren für die einzelnen 4 Regional Finals, die wir hier auf der Welt haben bei Call of Duty. Wir haben hier einmal die APAC Regional Finals, wo sich insgesamt 8 Teams dafür qualifizieren konnten aus den Regionen Australien, Singapur, Hongkong, Taiwan und Neuseeland. Dann haben wir hier die brasilianischen Regional Finals, wo sich auch 8 Teams qualifizieren konnten. Wir haben die NA Regionals, wo sich insgesamt 32 Teams dafür qualifizieren können online. Und wir haben hier die EU Regional Finals, da wo sich insgesamt 28 Teams dafür qualifizieren konnten. Das ergibt, wie gesagt, insgesamt 76 Teams, die auf diese Regional Finals reisen werden und halt auch die Chance haben, sich auch in dem LAN-Event einen Spot für LA zu erkämpfen. Von den APAC Regional Finals, wo insgesamt 8 Teams anreisen, 5 Teams aus Australien, 2 Teams aus Singapur, Hongkong, Taiwan und ein Team aus Neuseeland, werden insgesamt 3 Teams nach LA fliegen und die APAC-Region vertreten. Bei den Brasilianern ist es allerdings so, dass sich auch 8 Teams für die Regional Finals qualifizieren konnten. Leider haben sich dann hier nur 7 Teams insgesamt gefunden, die hier auf die Regional Finals reisen werden. Jedoch wird am Ende nur ein brasilianisches Team nach LA fliegen, um Brasilien zu vertreten. Aus den NA Regional Finals werden insgesamt 32 Teams dort anreisen, wo dann insgesamt 14 Teams sich für die World Champs qualifizieren werden. Es werden 24 Teams aus den USA dabei sein, 6 kanadische Teams und 2 mexikanische Teams. Und wie gesagt, 14 Teams davon werden dann auch nach LA reisen. Bei den EU Regionals ist das Ganze etwas komplizierter, da wir halt viel mehr Regionen haben in Europa. Und es werden insgesamt zu den EU Regional Finals 8 Teams aus England anreisen, 6 Teams aus Frankreich, 4 Teams aus Deutschland und dann jeweils 2 Teams aus Italien, Spanien, Benelux und Nordic und dann nochmal 2 Teams aus UAE, damit ist gemeint die Vereinigten Arabischen Emirate, sowas genau. Es sind dann auch insgesamt 28 europäische Teams und von diesen 28 europäischen Teams wird die Hälfte davon, also 14 Teams, nach LA fliegen, um Europa in LA zu vertreten. Somit ergeben sich dann die 32 Teams für LA aus den Regional Finals und ich würde sagen, schauen wir mal, wer sich bereits schon alles so qualifiziert hat. Deserto Deutschland hat das Ganze sehr, sehr übersichtlich und schön zusammengefasst. Da sieht man, welche Teams sich bereits für ihre Regional Finals qualifiziert haben, welche Spieler sich auch in deren Teams befinden. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz die wichtigsten Teams durch. Hier haben wir, also mit wichtigsten Teams meine ich, das sind Teams, die ich persönlich kenne, die ich also relativ stark einschätze. Und da haben wir hier bei Australien Plantronics Mindfreak, sollte man kennen, die auf der ESWC 2014 gegen uns gespielt haben. T1 Dodgers hatten wir letztes Jahr auf den World Champs in der Gruppe, wo wir noch für SK Gaming gespielt haben. Die anderen Teams sagen mir leider relativ wenig. Das gleiche gilt auch für diese brasilianischen Teams, wo wie gesagt nur 7 Teams dabei sind, da im letzten brasilianischen Qualifier für die Regionals ja nur noch 3 Teams mitgemacht haben. Und diese 3 Teams haben sich dann auch automatisch fürs brasilianische Regional Final qualifiziert. Und dann haben wir hier die europäischen Qualifiers, wie vorher eben schon angesprochen, die letztes Wochenende stattgefunden haben. Wie schon in der Anfangsgrafik gezeigt, haben die meisten Teams nur einen Spot für LA, also 2 Spots für die Regionals. Das sind einmal hier die Vereinigten Arabischen Emirate, wo Clarity Gaming gegen Team Planetary spielen wird und eines der beiden Teams wird nach LA reisen. Das gleiche wird auch bei Italien so sein, wo NXG Rapid gegen VfL All-Star spielen wird. In Spanien wird es Spirit gegen Pain Gaming sein und hier unten bei den Nordic-Ländern, was übrigens Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland zusammenfasst, wird Orbit Schweden gegen Team Finnland antreten. Und dann haben wir hier noch Benelux, wo Fab Games All-Stars gegen Wurstenbrot, was übrigens auf Deutsch Wurstbrot heißt, werden hier gegeneinander antreten für einen Spot nach Los Angeles. Die anderen Regionen, also Deutschland, Österreich und Schweiz, Frankreich und das Vereinigte Königreich, haben jeweils mehr Spots für die Regionals, also auch zeitgleich mehr Spots für Los Angeles. Bei England sind sehr, sehr bekannte Teams dabei, wie Millennium, TCM Gaming, Epsilon Esports, Infused, Ever Gaming und Tech. 6 sehr, sehr starke Teams, auch bekannte Teams.
Und haben wir meiner Meinung nach zwei Underdogs-Teams dabei, wie Berridge und Sauers und Co. Underdog, da man in den letzten Jahren nicht mehr so viel von denen gehört hat, aber sind jedoch wirklich sehr, sehr starke Spieler dabei, wie ihr Mace, der auf den Black Ops 2 Champs war, Sauers und Vape, sehr, sehr erfahrene Spieler, da kann man auch wirklich gespannt sein auf die Regionals, was die da präsentieren werden. Letztendlich, wie man hier sehen kann, hat England 8 Teams auf den Regionals, also werden die 4 Teams nach Los Angeles schicken, um das Vereinigte Königreich und Irland zu vertreten. Ähnlich ist es bei den Franzosen. Die Franzosen stellen insgesamt 6 Teams für die Regionals, also 3 Teams für Los Angeles. Und hier sind auch wieder bekannte Teams dabei, wie einmal Hyper Games und Vitality X und auch Ascentia, die auf der ESWC 2014 eine sehr, sehr gute Leistung gebracht haben. Bei uns deutschsprachigen Regionen, also Deutschland, Österreich und Schweiz, schaut es folgendermaßen aus. Wir stellen 4 Teams für die Regional Finals. Die konnten sich auch online qualifizieren, was ja, wie gesagt, schon vorheriges Wochenende geschah. Und es sind die 4 Teams Underratix mit Teros, Cookster, die Magic und Freddy K, Rush Esport, das ehemalige Provoke Team mit Aiken, Buxton, Random und Ramba. Und hier weiter unten im zweiten Qualifier konnten sich Fab Games Germany mit Gunnelit, Kiwi, Bullet und Cracks und Scheiß Allmanns mit Fina, Fuke, Laser, Beam oder auch wie auch immer und Nkaba, sorry, falls ich die Namen falsch ausgesprochen habe, haben sich für Deutschland für die Regionals qualifiziert. 2 Teams davon werden dann nur nach Los Angeles reisen, um die deutschsprachigen Regionen zu vertreten. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wie das bei den deutschsprachigen Regionen, bei den Engländern und bei den Franzosen ablaufen wird, also wer gegen wen spielen wird um den Platz nach Los Angeles, wie das genau ablaufen wird, also wer gegen wen spielt, ist wie gesagt noch nicht bekannt, ob das nach Pro Points läuft oder irgendwie anders geregelt wird, steht noch in den Sternen. Sobald ich das weiß, werde ich euch natürlich sofort informieren, damit wir dann auch alle wissen, wer dann wirklich gegen wen um LA spielen wird. An den europäischen, brasilianischen und australischen Rostern wird sich momentan nicht mehr viel ändern, da man mit dem Roster, mit dem man sich für die Regionals qualifiziert hat, auch bis zu LA spielen muss, auch die World Champ spielen muss, die Regional Final spielen muss, sind einfach so die Regeln der Weltmeisterschaft. Und deswegen wird sich in nächster Zeit auch bis Ende März an den Lineups nicht mehr viel ändern. Die ganzen Lineups von den australischen Teams und von den EU-Teams, die aktuellen Lineups von den bekannteren Teams, sind hier auch bei Deserto Deutschland unter dem oberen Reiter Pro Teams gelistet. Und es hat sich auch schon ein bisschen was getan. Einmal hat Epsilon Esports, Josh und Madcat, haben Swanny von Optic Gaming zurückgeholt und haben Tommy gepickt für die World Champs. Auch bei Vitality hat sich was getan, da spielt jetzt Dylox und Getzom mit Gotaga und Riskin in den Regionals und eventuell auch um LA. Des Weiteren bei Pain Gaming ist Andex raus und JK7 drin, sagt mir persönlich nichts. Auch Infused hat ein neues Lineup bekannt gegeben mit Quicker, Reedy, Dominate und Melon. Bei Fab Games hat sich auch was getan, die haben Gregs gepickt und MiniQ, also Chronix, ist draußen. Bei Rush Esports, das ehemalige Provoke-Team, ist ja die Magic zu Underratix gegangen und die haben sich dann Ramba gepickt, auch einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, der letztes Jahr mit Random zusammen auf den Weltmeisterschaften für die Lightning Pandas, für das EU-Team gespielt hat. Und dann haben wir hier noch das Millennium-Team. Millennium hat auch bekannt gegeben, dass Rated wieder zurück im Team ist. Die waren ja LF1, haben noch einen Spieler gesucht, aber haben sich dann letztendlich doch dazu entschlossen, Rated zurück ins Team zu holen. Auch Evergaming und Tech haben ein neues Team bekannt gegeben für die Champs und haben es dann auch geschafft, sich für die Regionals zu qualifizieren. Einmal haben wir hier in Ever EU JT, Watson, Joey und Petey. Und bei Tech haben wir Realize, Louis, Juicy und Robs im Team. Auch bei den Italienern gab es einen kleinen Roster-Change. Hier wurde ein Spieler gedroppt und Kolga, auch ein erfahrener Spieler, der bei Black Ops 2 unter anderem in die Top 8 mit seinem italienischen Team damals gekommen ist und spielt jetzt 4 für Next Gaming Rapid. Die amerikanischen Lineups möchte ich jetzt noch nicht großartig ansprechen, da ja dieses Wochenende erst die Regional Finals sind und bis dahin könnte ja noch was passieren. Und erst wenn die Regional Finals gespielt werden, sind die Lineups auch erstmal wirklich richtig fest, da die Lineups dann auch zusammenbleiben müssen bis zu, wie gesagt, Ende März, bis zu den World Champs. Jedoch ist das Ganze in Amerika ein bisschen kompliziert, da teilweise Spieler in 2 verschiedenen Teams spielen, wie es zum Beispiel hier der Fall ist bei FaZe Black. Das neue FaZe Black Team, was übrigens auch announced wurde, besteht aus Apathy, Sensor, Proofy und Study. Jedoch spielt Apathy und Sensor auch noch für die MLG Pro League bei Justice Pro. Deswegen ist das Ganze ein bisschen kompliziert, da manche Spieler ein Team extra für die MLG League haben und extra ein Team für die World Champs.
Aber ich werde dann, wie gesagt, im nächsten Video, im nächsten E-Sport Report kommende Woche darauf kommen. Und was ich auch noch schon verraten kann, Optic Nation wird voraussichtlich mit Killer, Mercs, Tipi und Karma spielen auf den World Champs. So viel ist auch schon bekannt. Und ansonsten, wie gesagt, lassen wir uns noch überraschen, was die nächsten Tage noch passiert, da ja die amerikanischen Qualifiers für die Regionals sind. Genau so ist es. Und dann werde ich, wie gesagt, im nächsten eSport Reporter nochmal etwas genauer darauf zu sprechen kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben von den Teams, die sich bereits für die Regionals qualifiziert haben, welche ihr denkt, dass sich für Los Angeles qualifizieren, insbesondere bei den deutschen Teams. Wir haben ja hier 4 deutsche Teams und es können ja noch 2 nach LA. Lasst mich wissen, welche Teams sich eurer Meinung nach für LA qualifizieren werden. Und ansonsten, was ich noch dazu sagen möchte, bevor ich das Video heute beende, ich werde den nächsten eSport Report nächste Woche auch auf Montag oder Dienstag verlegen, einfach aus dem Grund, da ja Samstag, Sonntag die NA Regional Finals sind und ich dann im nächsten eSport Report direkt die NA Regional Finals wieder mit aufgreifen möchte. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder spätestens voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.